Hallo und herzlich willkommen, liebes YouTube-Universum. Ja, wir schaffen diesmal mehr. Ich habe es mir vorgenommen. Und darum fangen wir auch mal direkt an, hier irgendwie Gas zu geben. Wir haben hier schon mal die Pillen. Wir haben hier die Brille. Reicht, wenn man vom Adler die Feder hat? Oder so? Nein, reicht natürlich nicht. Dafür haben wir das hier. Natürlich den richtigen. Okay. Gehirn. Hier ist das Gehirn. So, wir fangen an. Läufer, Maske. Hier ist die Maske hier im Hintergrund. Der Läufer wird... Ich denke, das wird der vom Schachspiel sein. Aber den habe ich noch nicht gesehen. Doch, hier ist er. So, sehr gut. Spiralfeder und Boomerang. Eine Spiralfeder kennen wir alle. Einen Boomerang müsste uns auch ein Begriff sein. Das hier ist der Boomerang. Leider habe ich die Spiralfeder noch nicht gefunden. Dafür habe ich die Limone. Blume, Schaltplatte, die hier im Hintergrund rumgammelt. Blume, Brot und Spiralfeder. Die Spiralfeder habe ich gefunden. Die ist hier. Die Blume ist, glaube ich, das hier. Und das Brot ist nicht aufzufinden. Vorerst. Wo ist es denn? Brot. Ich suche dich. Brot für die Welt. Ach, komm. Das Baguette im Hintergrund, ist mir nicht aufgefallen. So, ich habe den Adler. Du hast einen versteckten Hinweis. Szene gefunden. Objekt sieht nützlich aus. Was ist es denn? Es ist ein Adler. Kann ich damit jetzt hier direkt was machen? Hier war doch irgendwas mit Vöglein an der Wand. Wer ist der Adler in unserem Land? Genau. Sehr gut. Der Adler darf nicht das Nest erreichen. Umzingle... Was? Der Adler darf nicht das Nest erreichen. Umzingle ihn mit Vögeln oder treibe ihn zum Spielfeld ran. Klicke auf den Vogel, um... Dann auf das Feld und begeben so... Ah, interessant. Okay. Was? Ach, da kann er quer drüber. What the fuck? Ha, blöd. Ach so. Interessantes Spiel. Das ist ja interessant. So, ich hab das hier. Haha. Jetzt habe ich ihn doch, oder? Sehr gut. Das war jetzt aber auch wirklich nicht wirklich das Problem. Och, und schon wieder ein Wimmelbild. Jetzt übertreiben sie es aber gut, ey. Den Schneemann habe ich gerade schon entdeckt. Gerade schon geguckt, ob ich ihn irgendwo habe. Also, was ist mit dir? Du, dich nicht. Okay, Aprikose, Kettensäge und Socken. Die Socke habe ich hier. Eine Kettensäge. Hier ist die Gabel. Die habe ich auch schon gesehen. Ich meine, eine Kettensäge dürfte ja hier in diesem Bild nicht so schwer zu finden sein und war sie auch nicht. Die Aprikose haben wir hier. Das Chamäleon haben wir hier. Kamera. Die Kamera ist hier drin. Welcome. Hatte ich... Nee, das ist was anderes. Welcome. Hier haben wir es. Welcome. Bleistiftspitzer. Da ist der Bleistiftspitzer. Himbeere und Wolf.
Himbeeren? Seid ihr Himbeeren? Nee. Da ist der Wolf. Ich schätze, das hier ist die Himbeere. Und das Kreuz. Last but not least, das gute alte Kreuz. Zeig mal bitte mit dem Finger drauf, damit ich es endlich finde. Komm, deine ganze positive Energie auf das Kreuz. Du hast es, ich weiß es. Ich werde das Kreuz finden. Was das hier ist, das könnt ihr mir bitte in den YouTube-Kommentaren erklären, wenn ihr so lieb seid. Ich weiß es nämlich nicht. Ist es das Kreuz hier? Jawohl, das werden wir wahrscheinlich bekommen. Ja, das habe ich mir gedacht. Das verstecktes Objekt freigeschalten. Sehr gut, das ist ein Kreuz. Irgendwie muss ich diese Tür. Was haben wir denn hier eigentlich? Ich glaube, damit können wir hier nichts anfangen. Nee. Da brauche ich ein anderes Teil. So, hier werden wir auch nichts mehr. Was? Hier werden wir auch nichts mehr finden. Bei dem ist auch nichts. Sie sehen nicht glücklich aus. Statue. Steckt eine Rose. Ich benötige etwas Scharfes, um es vorsichtig herauszuholen. Es sieht aber eklig aus, diese Eisstatue. Ich sollte den Teller erwärmen, damit das Eis schmilzt. Okay. Mensch, meine Nase juckt gerade extrem. Das ist gerade voll eklig, Alter. So. Ach, ich hoffe, ich werde nicht krank. Ich glaube, ich sollte... Ich habe aber immer noch keinen Schlüssel gefunden. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. An der Wand bei dem Eingang zur Mühle ist ein seltsamer Mechanismus. Aktiviere den Mechanismus mit dem Kreuz. Das ist die... Ach, hier. Ah, da ist der Mechanismus. Jawohl, da Kreuz haben wir ja schon. Meine Güte. In jedem Feld wird angezeigt, wie viele der Lampen um das Feld jeweils aufleuchten müssen. Aktiviere die richtige Zahl der Lampen auf dem Spielfeld. Okay, gut. Fangen wir mit. Mit was fangen wir an? Hallo? Ach nee, hör auf. Ach, hör auf. So. Drei haben wir hier, zwei haben wir hier. Ach, hör auf. Hör auf. Hör bitte auf. Ach, du Scheiße. Ach, du große Scheiße. Das kann man ausmachen. 2, 3. Hier brauchen wir noch eins. Hier. Pack, pack, pack. Genau, pack, pack. Genau, pack, 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 pack. So stimmt's bis jetzt auch. Nein, hier muss eins weniger leuchten. Das hier können wir ausmachen. 2. So, hier haben wir auch 2. 3 am Pack hier. Dann haben wir hier 3. Und hier nochmal 1. Dann haben wir hier 3. Hier 3. Hier 2 und hier 3. Dich noch und dich noch und dich noch.
Dann habe ich hier jetzt 3. Hier habe ich 2. Hier brauche ich das hier noch. Dann habe ich hier auch 3. 3. 2. Und 3. Dich und dich und dich und dich. Dich und dich und dich nicht. Hier habe ich dann 2. 2. 3. Dann kann ich das hier ausmachen. 3. 3. Ah, hier hängt es jetzt. Drei. Oh, hier sind es 4. Oh, bitte Leute, seid mir nicht böse, aber das sind alles echt krasse Rätsel. Also ihr habt gesehen, viel hat man da nämlich verändern müssen, aber das wäre jetzt einfach zu heftig. Das würde hier den Rahmen eindeutig sprengen. Was so ein Let's Play angeht. Aber dafür ist die Tippfunktion auch da, muss man ja ganz ehrlich sein. Dafür ist die Tippfunktion da, dass... Falls man ein bisschen, weil ich will ja auch weiterkommen, ich will ja nicht Ewigkeiten an so einem Rätsel hängen. Das muss nicht sein, das wollt ihr nicht, das will ich nicht. Die Harke, aber was kann ich denn mit der Harke tun? Ich könnte harken, aber was? Das ist eine sehr interessante Frage. Ach, jetzt kann ich auch zum Wald gehen. So, der Wolf bewacht die Höhle. Dies muss... Der Wolf? Was? Ich könnte ihn etwas zu fressen ablenken. Der Wolf bewacht die Höhle. Dies muss seine Höhle sein. Alles klar. Der Eiszapfen. Den hole ich jetzt mal runter mit der Harke. So, perfekt. Huh, was ist das denn? Das Sternenjuwel. Interessant. Kann ich hier sonst nichts mehr tun? Die Hawke habe ich eh nicht mehr. Den Neuschnee kann ich auch noch nichts anfangen. Dann gehen wir mal mit dem Sternenjuwel zur Tür und werden wahrscheinlich das nächste dumme Rätsel haben. Ja, das habe ich mir doch gedacht. Du musst auf jede Taste klicken. Finde den Startpunkt, von dem aus du nacheinander die Feldtasten drückst. Zuletzt. Du musst auf jede Taste klicken. Finde den Startpunkt, von dem aus du nacheinander auf alle Feldtasten klickst, sodass du zuletzt das Zielelement in der Mitte erreichst. Okay. Ach, erzähl mir nichts. Ach, erzähl mir nichts. Das war aber hundertprozentig alles geraten. Der Startpunkt. Ich glaube, da kann man an dem Rätsel kann man ewig lang hängen. Ach, das ist ja interessant. So, oh. Was? Musik. Ich glaube mal, mit dem Neuschnee mache ich mal hier das Feuer aus. Das... stirbt mich so ein bisschen. Ah, nee. Damit kriege ich... das ist nicht genügend Wasser, um die Statue zu schmelzen. Aber jetzt habe ich ja mal den Eimer hingelegt. Und ich ahne schon wieder ein Wimmelbild. Mal gucken, was hier so am Fenster... hier kann man das Tuch
Okay, jetzt mal, wir machen eins nach dem anderen, ne? Liebe Leute. Weil mit diesem Tuch können wir hier in den Schornstein reinlangen, weil er sich ja seine Hände nicht schmutzig machen will. Genau. So, mit diesem Schlüssel könnte ich jetzt theoretisch... Theoretisch. Ach so, ich bin ja schon da. Mit dem Schlüssel könnte ich jetzt theoretisch zu dieser Mühle gehen. Und diesen Schlüssel hier mal in die Schublade reintun. Und was seht ihr da? Ein Wimmelbild, hundertprozentig. Nee, gar nicht. Eine Tasse. Das war's. Okay. Okay. Jetzt gehen wir hier nochmal hin. Es ergibt alles so langsam einen Sinn. Es ist schön, wenn es alles einen Sinn ergibt. So, mit der Tasse tun wir jetzt das hier auffüllen. 4 of Raids. So. Wir können dann hier bei Cray und seiner Angebeteten den Teller hier mal erhitzen, indem wir das einfach drüber kippen. Sehr gut. Gucken, was hier drunter hat. Ein gefrorenes Stück Fleisch. Dieses gefrorene Stück Fleisch würde ich gerne dem Wolf hinwerfen, damit er sich seine Zähne auskaut. Das wird aber nicht funktionieren. Wir werden das Fleisch erst im Wasser kochen müssen. Und es ist gekochtes Fleisch. Aufgetautes Fleisch, okay. So, wir können jetzt hier wieder zurück. Jetzt gehen wir hier zum Wolf, Richtung Wald. Hi Wolf. Bitteschön, Hami Hami. So, der ist zufrieden. Was? Hä? Genau, in die Höhle will ich. Und natürlich ein Wimmelbild. Hier haben wir die 66. Ich habe es gleich gesehen. Der Ninja-Stern. Der Wonderlamp. Ein Megafon. Ein Flaschenöffner. Also ein Öffner. Der Damenstiefel. Ach, erzähl mir nichts, dass wir jetzt den halben Hirsch mitnehmen. Eieiei. Das hier ist die der Meißel. Die das. Das Seil werden wir nicht mitnehmen können. Den Vogel hier hinten auch nicht. Diese Blume auch nicht. Gewürz. Mikrofon, Rasierklinge und Isolierband. Das Isolierband ist natürlich hier. Das Gewürz. Ein Mikrofon. Hoffentlich. Mein Großmembran. Oh, tatsächlich. Ein Standmikrofon. Ein Großmembran. Aber leider nicht meins. Meins steht nicht so in der Gegend herum. Also zumindest kann es nicht so auf einem Tisch stehen. Meins steht immer vor mir auf einem Stativ. Nicht auf einem Tisch, sondern auf dem Boden. Also das Mikrofon. Der Ständer vom Mikrofon. Eine Rasierklinge. Die meistens nicht sehr groß sind. Aua, jetzt tut mir mein... Und was hier ist, erkenne ich gar nicht. Das ist ein bisschen scheiße. Das Gewürz, ich habe es nicht erkannt. Tut mir leid. Ich habe da, muss ich jetzt zugeben, dass ich echt wahllos rumgeklickt habe. Und auch die Rasierklinge ist für mich noch relativ versteckt, weil ich erkenne halt hier auf dem Bild mit dem ganzen Schnee und das strengt auch echt die Augen an. Ich habe, glaube ich, gerade im Hintergrund ein Auto gehört. Ja. Kann ich euch nicht sagen. Tut mir leid, Tipp. Ah, oh, okay, das war gut zu erkennen. Es tut mir leid, ich habe echt nicht drauf geschaut. Meine Güte, Schande über mich. Was können wir mit dem Meißel tun? Was ist eigentlich mit dem Eimer? Achso, den neuen Schneeeimer haben wir ja schon. Ah, kann ich jetzt... Ach, das war's schon.
Tatsächlich, alles klar. Boah, mal voll ins Auge gestochen. Kann ich sie jetzt so rausnehmen? Ja, perfekt. Die Rose haben wir. Und da ist er. Auf den habe ich gewartet. Fühlst du dich etwas eiskalt? Der letzten Erinnerung bist du auch nicht gewachsen, Schätzchen. Schwätz mich nicht voll. So. Aus der eisigen Erinnerung sind wir auch raus. Und es wird Zeit für eine Aufnahmepause. Sag danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Part. Haut rein. Ciao.